Danke für Ihre Aufmerksamkeit für den Vortrag. Also in drei Etappen aufteilt: erst einmal eine Darstellung der Umstände der Zeit, dann die Erscheinung selbst und dann die Botschaft, die ich dann eben ganz vorlese und auch kommentiere dabei, also vorlese und kommentiere, um eben alles auch zu bringen, was die Mutter Gottes eben gesagt hat in La Salette. Und die Botschaft der Mutter Gottes von La Salette ist eine ganz, eben die erwähnte Mutter Gottes, ist eine ganz andere Botschaft oder eine andere Erscheinung, wie zum Beispiel in Lourdes oder Fatima. In Lourdes oder in Fatima hat die Mutter Gottes immer etwas Großes ins Werk gerufen, große Taten vollbracht, nachher vor allen Dingen, eben in Lourdes, vor allen Dingen die Krankenheilungen, die Prozessionen, die Bäder der Kranken. Das ist eben Lourdes das große Heilbad der Seele überhaupt geworden. Und in Fatima hat eben die Mutter Gottes diesen großen Rettungsauftrag im Kampf gegen den Unglauben begonnen, eben im Rosenkranzgebet. Und so ist eben Fatima im Lichte des Kampfes gegen den Atheismus von der Mutter Gottes ins Werk gesetzt worden. Aber ganz anders war eben die Erscheinung in La Salette, wo sie nur einmal erschienen ist, ein einziges Mal, zwei Hirtenkindern, eben der Melanie Calvin war 15 Jahre alt und der Maximin Giraud war 11 Jahre alt. Das war in der Einsamkeit der Berge, hoch oben in den Alpen bei Grenoble, hoch oben, 1800 Meter hoch, ist das La Salette gelegen, in einem Talkessel drinnen, umgeben von Bergen mit über 2000 Meter, eine wunderbare Kulisse in der Einsamkeit der großen Berge, hat die Mutter Gottes gesprochen zu diesen zwei Kindern. Und diese Botschaft heißt eben die große Botschaft mit Recht, genauso wie die alten Propheten in Israel Großes gesagt haben, die haben eben den Untergang Jerusalems vorausgesagt, die Rettung Gottes, beziehungsweise die Rettung des Israels wieder vorausgesagt, die Propheten, und eben auch, dass alle Völker zum Berge Gottes kommen werden. Alles haben die Propheten gesprochen und ähnlich auch die Mutter Gottes auf diesem Berge spricht in ähnlicher Weise über das Ende der Zeiten, das Ende, in dem wir uns jetzt befinden, hat sie eben die Menschheit damit Großes verkündet und Großes gesprochen. Und alles war auf einem großen Berge gelegen, eben Moses auf einem Berge, Sinai, dann die Stadt Zion auf dem Berge gelegen, die Bergpredigt auf dem Berge, dann die Erlösung auf dem Berge Calvaria, die Kirche, die hochgebaute Stadt und so eben auch La Salette, eben der hohe Thron auf den Alpen, wo Gott spricht durch ihren Mund. Gott spricht wirklich durch ihren Mund, in der Ich-Form spricht Gott aus der Mutter Gottes. Diese Stille auf den Bergen von La Salette. Und eben am Beginn der Neuzeit erscheint ihm die Mutter Gottes großartig, am Beginn der Neuzeit. Und wie ist die Neuzeit gekennzeichnet? Eben durch die Emanzipation des Menschen von Gott. Im geistigen Bereich hat sich der Mensch von Gott emanzipiert, durch die Freiheiten des Denkens, des Gewissens, der Meinung. Und im öffentlichen Bereich, in dem sich eben der Staat von der Kirche getrennt haben und der Staat für sich sein will, von Gott getrennt, und es ist eben der Beginn der Neuzeit, die Trennung des Menschen innerlich und äußerlich von Gott. Eben der Mensch ist für den Menschen selbst da, ist die Neuzeit. Der Mensch das Maß aller Dinge. Eine neue Welt ist eben entstanden in dieser Zeit. Der große Auszug der Menschen von Gott. Der große Exodus der Menschen von Gott. Es ist eben genau das Gegenteil des Auszugs Israel aus Ägypten. Eben das Volk Israel hat Gott herausgeführt aus der Knechtschaft Ägyptens, hat ihm das Gesetz gegeben. Und der Auszug der Menschheit heute ist der Auszug von Gott weg, um selbst zu sein. Das freie Land der Selbstbestimmung, das freie Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das freie Land der vermeintlich freien Menschen. Der Auszug der Neuzeit des Menschen von Gott weg. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und diese Ideen haben das erste Mal in der Welt sich in Amerika eingebürgert, 1787, wo sich dieser Staat eben eine Verfassung gegeben hat, eine freiheitliche Verfassung in Amerika. Und in Europa ist dieser Durchbruch geschehen, die Freiheit eben in der Französischen Revolution 1789. Das ist der freiheitliche Gedanke in Europa, quasi, sie hat sich eingenistet und sich ausgebreitet in ganz Europa ab dieser Zeit.
Und also etwa 1846, also etwa 50 Jahre nach der Revolution. Man kann sagen, was ist da geschehen? Die Menschheit ist liberal geworden und laizistisch. Das heißt, ein freies Denken im freien Staat. Es war Napoleon inzwischen da gewesen, hat eben die Revolution festgesetzt. Es waren Versuche da wieder des Rückzugs, aber immer, man kann eben sagen, das Fazit 1846 war eben, es gibt kein Zurück mehr zur alten Zeit. Man will frei bleiben, man will nicht mehr sich an Gott binden, so eben das Fazit nach dem Napoleon. Genauso wie eben heute das Konzil, man kann sagen, was vor dem Konzil war, ist vorbei. Und so wie es damals, was vor der Revolution war, ist genauso vorbei und nicht mehr wiederholbar. Und von der Ferne blinken die Sterne Amerikas. Von der Ferne blinken diese Sterne, der Inbegriff des freien Lebens. Eine neue Welt, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt kein Zurück mehr zum katholischen Staat, zum katholischen öffentlichen Leben. Man will frei sein und nicht mehr zurück. Und auch in Frankreich. Auch in Frankreich. 1830 kam der Bürgerkönig Louis-Philippe an die Regierung und hat eben versucht, das Katholische mit der Revolution zu versöhnen, einen liberalen Staat zu machen. Und der Vorgänger Karl X. wurde gestürzt, weil er noch versucht hat, eben den Staat wieder an den Glauben zu binden. Alles ist vorbei. Das oberste Prinzip heißt, von dem Alain Méné eben, freie Kirche im freien Staat, Trennung von Kirche und Staat. Eben Glaube und Leben sind voneinander getrennt. Glaube ist Privatsache, das öffentliche Leben ist für sich frei und selbstständig. Im Jahre 1846 war alles vorbei, eben man will nicht mehr zurück. Der Auszug der Kinder aus der Kirche ist feste Sache geworden. Und eben in Frankreich, gerade in Frankreich, dass eben die älteste Tochter der Kirche ist und eben die Geburtsstätte ist, eben der christlichen Monarchie des Königs, des Königtums durch den Franken Chlodwig. Da ist eben die Mutter Gottes erschienen an einem Samstag, den 19. September. Also gestern, am 19. September 1846, ist die Mutter Gottes erschienen um 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. Das war eben dieser Samstag vor der öffentlichen Feier der 7 Schmerzen Mariens. So kann man eben verstehen, was eben das bedeutet, diese Erscheinung eben an diesem Tage der 7 Schmerzen Mariens um 3 Uhr nachmittags, eben der Tod Christi am Kreuz und unsere Erlösung wird damit ausgedrückt. Und da wird jetzt gesagt, Melanie und Maximin waren an jenem Samst-Septembertag nach ihrem mehr als bescheidenen Mittagsmahl vom Schlaf übermannt ins Gras gesunken. Als sie gegen 3 Uhr plötzlich erwachten und die Herde nicht mehr sahen, machten sich beide auf die Suche. Da gewahrte Melanie plötzlich rückwärts zu jener Mulde schauend, in der sie soeben geruht hatte, das Aufflammen eines merkwürdigen Lichtes, das glänzender war als die Sonne. Es überbot selbst die strahlende Sommersonne, die an diesem wolkenlosen Septembertag von der Höhe des Himmels erbarmungslos auf die Berge herniederbrannte. Wie eine mächtige Kugel, wie ein Ball von Feuer, so lag der Feuerglanz vor ihren Blicken, sich eng an die Stelle schmiegend, wo sie waren. Die Kinder sind erschrocken und wollten fliehen. Maximin ermuntert seine Gespielin, ihren Stock aufzunehmen, der ihr vor Schreck entfallen war. Dann aber fühlte sich Melanie vom Glanz des Lichtes so angezogen, dass sie von Wonne und unbeschreiblicher Ehrfurcht ergriffen, hätte schneller, als sie es vermochte, hineilen wollen. Aber noch während sie staunend steht und unverwandt in das helle Licht blickte, das wohl 5 Meter im Durchmesser haben mochte, gewahrte sie im Zentrum einen zweiten, noch glänzenderen Kreis von Licht. Er scheint in Bewegung zu sein. Sie erblickt inmitten des geheimnisvollen Glanzes eine sehr schöne Dame. Schmerzerfüllt und weinend verbirgt sie das Antlitz in ihren Händen. Gleich darauf aber erhebt sie sich, in fremder, sehr majestätischer Tracht steht sie plötzlich aufrecht vor ihnen. Und während ein Strom von Tränen ihre Wangen netzt, ruft sie den Kindern entgegen, kommt nur, meine Kinder, und habt keine Angst, ich bin gekommen, um euch eine große Botschaft zu verkünden.
Neben sie ist eben gekleidet, die Mutter Gottes, einen wunderbaren Licht umhüllt, ganz aus Licht gekleidet. Und ihre Kleidung bestand immer aus einer französischen Tracht, aus unbekannten Tracht. Und das sagte eben die Melanie darüber, das Kleid der hochheiligen Jungfrau war silberweiß und ganz glänzend. Es hatte nichts Stoffliches, es war zusammengesetzt aus Licht und Glanz, wechselnd und funkensprühend. Es gibt auf Erden weder einen Ausdruck dafür, noch einen passenden Vergleich. Und der Kranz aus Rosen, den sie auf dem Kopfe trug, war so schön, so glänzend, dass man sich keine Vorstellung machen konnte. Die Rosen, so von verschiedenen Farben, waren nicht von dieser Erde. Das war eine Verbindung von Blumen, die das Haupt der hochheiligen Jungfrau in Form einer Krone umgaben. Aber die Rosen veränderten oder verwandelten sich, denn aus dem Inneren einer jeden Rose kam ein so schönes Licht hervor, dass es mich hinriss und den Rosen eine leuchtende Schönheit verlieh. Aus dem Rosenkranz erhoben sich wie Zweige aus Gold eine Menge anderer kleiner Blumen, die mit Brillanten besetzt waren. Das Ganze bildete ein sehr schönes Diadem, das allein schon mehr glänzte als unsere irdische Sonne. Sie war dann auch mit einem Schultertuch umkleidet und auf der Schulter hing ein Kreuz, wo der Heiland lebendig darauf abgebildet war. Lebendig wie im Tode seiend, überflossen vom Blut, wie lebend, war da eben der Heiland auf dem Kreuz auf ihrer Brust. Und an der Seite war eben eine Zange und ein Hammer auf dem Kreuz angebracht. Damit wird eben offenbar, was es bedeutet, dass eben die Mutter Gottes in den Opfertod Christi voll und ganz hineingenommen wurde, als der Mitopfernde und Mitleidende unter dem Kreuz Jesu Christi. Es eben heißt, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr liebster Sohn dahin. Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie ihn, die Marter dulden, Geißeln, Dornen, Spott und Hohn. Und im Brevier bietet man zur Non diesen Ausspruch, ein Myrtenstrauß ist mir mein Geliebter, an meiner Brust wird er ruhen. Und zur Vesper bietet man an dem Fest der sieben Schmerzen Mariens, wem soll ich dich vergleichen, wem bist du ähnlich, Tochter Jerusalem, wem soll ich dich gleichsetzen, dich zu trösten, Jungfrau, Tochter Sion. Groß wie das Meer ist dein Schmerz. Also, eben Maria ist ganz und gar ihr Sohn. Ganz und gar ist er aufgenommen in Christus und mit ihm leiden, ganz und gar aufgenommen in sein Geheimnis hinein. Und eben dieser Hammer und die Zange kann eben vielleicht bedeuten, eben, dass eben die Mutter Gottes selbst uns eben von der Welt lösen will, eben eine Zange uns, wie eine Zange eben etwas aus der Wand herauszieht, so will eben sie uns lösen von der Welt durch Buße und Gebet und Ergebung in Gottes Willen und uns eben anhämmern, dem Hammer, Anschlag an Christus, festmachen in ihm. Das bedeutet eben dieser Hammer und diese Zange, die am Kreuze der Mutter Gottes auf der Brust abgebildet waren. Und hören wir jetzt die ersten Worte, die sie spricht zu den beiden Kindern. Wenn mein Volk sich mir nicht unterwerfen will, bin ich gezwungen, den Arm meines Sohnes fallen zu lassen. Er ist so schwer und drückend, dass ich ihn nichts mehr zurückhalten kann. Wie lange leide ich schon für euch? Wenn ich will, dass mein Sohn euch nicht aufgibt, bin ich gezwungen, ihn ohne Unterlass zu bitten. Ihr aber macht euch nichts daraus. Ihr könnt beten und tun, so viel ihr wollt. Niemals werdet ihr vergelten können, was ich alles für euch unternommen habe. Ich habe euch 6 Tage zur Arbeit gegeben und ich habe mir den 7. vorbehalten und man will ihn mir nicht gewähren. Das ist es, was den Arm meines Sohnes so schwer macht. Jene, die den Wagen lenken, wissen nicht, wie sie fluchen sollen, ohne den Namen meines Sohnes in den Mund zu nehmen. Das sind die beiden Dinge, die den Arm meines Sohnes immer schwerer machen. Wenn die Ernte verdirbt, geschieht es nur um euretwegen. Ich habe es euch letztes Jahr mit den Kartoffeln zu verstehen gegeben. Ihr habt euch nichts daraus gemacht. Ja, ganz im Gegenteil. Wenn ihr Verfaulte fandet, habt ihr geflucht
und dabei den Namen meines Sohnes hervorgestoßen. Sie werden weiter faulen und an Weihnachten werden keine mehr da sein. Mein Volk, das sich mir nicht unterwerfen will. Mein Volk, das sich mir nicht unterwerfen will. Eindeutig stehen hier die Gottesrechte an allererster Stelle und nicht die Menschenrechte, die Gottesrechte. Und das Zeugnis der Unterwerfung Gottes ist, den siebten Tag Gott zu schenken, den siebten Tag. Und damit Gott die Ehre zu erweisen und eben auch den Segen für die ganze Woche von Gott zu erflehen. So erkennen wir deutlich aus den Sprüchen der Mutter Gottes, es stehen die ersten drei Gebote, der 10 Gebote werden die Menschen angeklagt, dass sie das vergehen. Erstens, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Ihr müsst euch Gott unterwerfen. Zweitens, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, sollst nicht fluchen. Drittens, gedenke, dass du den Sabbat, eben den Sonntag, heiligst. Somit in der Neuzeit versündigen sich die Menschen gegen den ersten Teil der 10 Gebote. Grundsätzlich. Weiter spricht sie, wenn ihr Getreide habt, braucht ihr es nicht zu säen. Alles, was ihr säen werdet, werden die Tiere fressen und das, was aufgeht, wird beim Dreschen zu Staub zerfallen. Es wird eine große Hungersnot kommen und bevor die Hungersnot kommt, werden die Kinder bis zu den 7 Jahren von einem Zittern befallen werden und in den Armen der Erwachsenen sterben, die sie halten. Die Großen aber werden durch den Hunger Buße tun, die Nüsse werden schlecht werden, die Trauben werden verfaulen. Was bedeuten die Kartoffeln, die verfaulen, das Getreide, das zu Staub zerfällt, die Hungersnot? Was bedeuten die Nüsse, die schlecht werden und die Trauben, die verfaulen? Was bedeutet das? Jede Prophetie hat immer einen buchstäblichen Sinn, ist auch geschehen, ist passiert damals, und einen übertragenen Sinn zugleich, jede Prophetie. Was ist der mystische Sinn der Kartoffeln? Was bedeuten die Kartoffeln im mystischen Sinne? Woher kommen die Kartoffeln? Eben aus Amerika. Das Land der Freiheit, der unbegrenzten Möglichkeit, der falschen Freiheit der Menschen. Die Menschenrechte vor den Gottesrechten. Die Menschenrechte ohne Bindung an Gott. Amerika, das Land der ersten freien Verfassung. Und diese Früchte werden faul. Die Freiheit wird faul werden, Anarchie, Versklavung und Unmoral. Was bedeutet das Getreide? Eben das Korn, das ist eben der Grund des Brotes und damit die Heilige Eucharistie selbst, die Heilige Eucharistie. Das heißt eben, und das Getreide wird zu Staub zerfallen. Man wird eben statt dem Opfer das Mahl halten, statt dem Altar den Tisch einführen, leere Hülsen ohne Gegenwart des Opfers Christi, eine Mahlfeier ohne Christus. Das ist heute zur Zeit im Anmarsch diese Gefahr. Eben die Liturgiereform, Handkommunion, Befreiungstheologie und so weiter. Das wird jetzt eingeführt immer mehr. Vor allen Dingen in Südamerika. Wir essen bloß noch das Bruderbrot, so heißt es. Das Bruderbrot essen, aber kein Leib Christi genießen wollen. Das Brot der Engel will man nicht mehr essen. Man will irdisches Brot, Gemeinschaftsbrot, aber nicht mehr das Brot der Engel. Christus selbst. Was bedeuten die Nüsse? Die Nüsse sind im Alten Testament ein Sinnbild für den Wohlgeschmack, für den Garten, für den Frieden. Die Nüsse werden faul werden. Das heißt eben, statt den Geschmack an Gott und den Geboten, der Geschmack an der Irdischkeit, an der Sinnlichkeit, ein Weltleben, der falsche Geschmack, der Geschmack der Sünde und Abkehr von Gott, die sinnlichen Freuden. Und die Trauben, das verstehen wir jetzt auch besser, Trauben und Wein daraus, heilige Messwein, heilige Blut, Konsekration. Man will nicht mehr das Blut Christi zur Erlösung haben.
Man will sich selbst erlösen, den eigenen Glauben machen, eigene Vorstellungen von Gott machen und so weiter. Alles selbst planen, von Gott überlegen, aber nichts mehr glauben. Alles von Gott erbitten, das will man nicht mehr haben. Alles selbst freiheitlich über Gott denken und wollen. So sieht's aus. Man will nicht mehr das Blut Christi, das große Opfergnade und die Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Alles selbst machen. Das ist der moderne Mensch. Aus eigenen Kräften alles schaffen, nach eigenen Vorstellungen zu Gott kommen, nach der eigenen Fassung selig werden. Ohne Dogma, ohne Gehorsam, ohne Glaube an die Kirche. Das ist der moderne Mensch, der emanzipierte, falsch freie Mensch. Amerikanisch, freiheitlich gedacht. Das ist die erste Rede der Mutter Gottes an die Kinder. Das Prinzip und Fundament ist, woran alles hängt, die Abkehr von den ersten drei Geboten der zehn Gebote. Gottes Ehre, den Namen Gottes achten und den Sonntag heiligen. Und dieses Übel ist der Urgrund aller folgenden Gefahren und Hereinbrüche, dass eben die Freiheit schlecht wird, die heilige Messe missachtet wird, die Freuden der Welt die Menschen überfluten und man alles selbst machen will, ohne von Gott die Gnade zu erflehen. Gott überlässt den Menschen sich selbst. Elend über Elend, Not über Not, Qual über Qual. So sehen wir eben, was es bedeutet. Das war praktisch die Einleitung dieser großen Prophetie. Und jetzt, nach diesen Worten, spricht die Mutter Gottes zum Maximin Worte, die nur er weiß, die nicht bekannt geworden sind. Danach spricht sie zur Melanie Worte, die nur sie kennt. Und sie wurden bekannt dann später ab 1879. Und dies werde ich jetzt eben nach und nach Strich für Strich vorlesen und kommentieren, diese Botschaft an die Melanie, die auch der Papst Pius XI. Bekam. Ich werde das jetzt vorlesen und dann kommentieren. Melanie, was ich dir jetzt sagen werde, wird nicht immer geheim bleiben. Du wirst es im Jahre 1858 bekannt geben können. 1858, eben das Jahr der Erscheinung der Mutter Gottes in Lourdes, dieses Jahr. Sie spricht weiter. Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester sind durch ihr schlechtes Leben, ihre Ehrfurchtslosigkeiten, ihre Pietätslosigkeit, bei der Feier der heiligen Geheimnisse, durch ihre Liebe zum Gelde, zu Ehren und Vergnügungen, Kloaken der Unreinigkeit geworden. Ja, die Priester fordern die Rache heraus und die Rache schwebt über ihren Häuptern. Wehe den Priestern und den gottgeweihten Personen, die durch ihre Treulosigkeiten und ihr schlechtes Leben meinen Sohn von Neuem kreuzigen. Die Sünden der gottgeweihten Personen schreien zum Himmel und rufen nach Rache. Und siehe, die Rache steht vor ihren Türen. Denn es gibt niemand mehr, der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk erfleht. Es gibt keine großherzigen Seelen mehr. Es gibt niemand mehr, der würdig wäre, das makellose Opferlamm den Ewigen zugunsten der Welt aufzuopfern. Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen. Wehe den Bewohnern der Erde, Gott wird seinem ganzen Zorne freien Lauf lassen und niemand wird sich so von den vereinten Übeln entziehen können. Die Priester sind das Salz der Erde. Sie erflehen die Barmherzigkeit und die Verzeihung von Gott für das Volk durch heilige Messopfer und ihr Gott ergebenes Leben. Sie sind Kloaken der Unreinigkeit geworden durch Weltliebe, Geldliebe. Dem heute, wenn man bedenkt, was es heißt, dass man den Zölibat nicht mehr will, abschaffen will, was das vor Gott bedeutet, diese Ungeheuerlichkeit, das vor Gott bedeutet, dieses Schrecken bedeutet, weh den Bewohnern der Erde, sie wollen ihr eigenes, freies, gottentferntes Leben leben.
Gott wird in beispielloser Weise zuschlagen. Sie spricht weiter. Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes haben das Gebet und die Buße vernachlässigt. Und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt. Sie sind irrende Sterne geworden, der alte Teufel mit dem Schweife nach sich zieht, um sie zu verderben. Gott wird der alten Schlange gestatten, Entzweiungen unter die Regierungen, in alle Gesellschaften, in alle Familien zu bringen. Man wird körperliche und geistige Peinen erleiden. Gott wird die Menschen sich selbst überlassen und wird Strafgerichte senden, die während mehr als 35 Jahren aufeinander folgen werden. Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten Ereignisse. Man muss darauf gefasst sein, mit eiserner Rute geführt zu werden und den Kelch des Zornes zu trinken. Wir sind die Häupter und die Führer des Gottesvolkes, sind die Bischöfe, die Häupter und Führer. Und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt, sind irrende Sterne geworden, die der alte Teufel mit seinem Schweif nach sich zieht, um sie zu verderben. Damals unfassbar, unakzeptierbar und heute verständlich. Sie sind irrende Sterne geworden, geben ihr Licht ohne Sinn, machen keinen Gebrauch von ihrer Sendung, die sie von Christus haben, sind liberal, ökumenistisch, unverbindlich, weltoffen, Anpassung an die Welt, Dialog statt Bekehrungseifer. Und der Klerus ist und bleibt das Auge und der Mund Christi zum Heil der Welt. Sie sind heute stumm und taub und blind. Und die Folge ist, dass die Bischöfe nicht mehr reden und die Wahrheit öffentlich absolut verkünden ist, dass die Regierungen, die Gesellschaft und die Familie zerrüttet wird. Ehescheidung, Abtreibung und so weiter. Das Urteil Gottes, Gott wird die Menschen sich selbst überlassen. Was bedeuten die 35 Jahre? Es ist wohl eine mystische Zahl, die ich nicht weiß. Man kann nur oft erkennen, ich habe oft jetzt festgestellt, dass die Zahl 35 oft bei Kommunisten gebraucht wird. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Auf alle Fälle eben eine mystische Zahl, wahrscheinlich eben in Bezug auf den Kommunismus vielleicht. Es ist eine Vermutung. Und das Strafgericht eben, schauen wir zurück, welche Strafgerichte waren seit 1846, die wir wissen und erlebt haben. Was waren das für Strafgerichte? 1866, die Schlacht bei Königsgrätz. Österreich verliert den Kampf gegen Preußen und wird aus dem Deutschen Bund ausgeschieden. Das katholische Österreich wird aus dem Bunde ausgeschieden und Preußen nimmt die Vormacht in Deutschland. Das protestantische Preußen nimmt die Vormacht in Deutschland. Es wird dann das Kaiserreich unter Bismarck errichtet, eben das preußische Deutsche Reich wird gegründet. Dann der Krieg 1870-71, der deutsch-französische Krieg, 1914-18, der Erste Weltkrieg, Beginn der bolschewistischen Revolution in Russland, Zerstörung des letzten katholischen Staates, das Kaiserreich in Österreich, Weltwirtschaftskrise, Inflation, Machtergreifung Hitlers, Nazi-Diktatur, Mord, Zerstörung Deutschlands, Zweiter Weltkrieg, Atombombe in Japan, Teilung Deutschlands, Teilung Europas in Ost und West. Wenn Sie auf die Karte schauen, dann wissen Sie, Europa hat zwei Teile. Ein Westteil, eben Spanien, Frankreich, Westdeutschland. Der Ostteil, Tschechei, Ungarn, alles ist kommunistisch. Zweiteilung Europas. Dann eben nach dem Weltkrieg eben der Kampf gegen die Kirche, das Konzil 62 bis 65, der dritte Weltkrieg des Geistes, steht bevor ein neuer Krieg und so weiter. Das sind die Strafen, die in die Welt hereingebrochen schon sind und hereinbrechen werden, weil man Gott nicht in der Welt als Herrscher haben will. Freiheitlich, autonom will man sein, mit allen Fasern des modernen Menschen.
Die Menschheit steht am Vorabend der schrecklichsten Geißeln und der größten Ereignisse. Es folgt ein kurzer Abschnitt, der damals aktuell war. Der Stellvertreter meines Sohns, der hohe Priester Pius IX., verlasse Rom nach dem Jahre 1859 nicht mehr. Er sei vielmehr standhaft und großmütig und kämpfe mit den Waffen des Glaubens und der Liebe. Ich werde mit ihm sein. Er traue den Napoleon nicht. Damals noch unbekannt, da war damals im Gefängnis Napoleon. Es war eben ein Enkel von dem großen Napoleon I., von diesem Revolutionär, ein Neffe oder ein Enkel oder sowas in diese Richtung, ein Verwandter. War noch unbekannt, war im Gefängnis. Und so spricht die Mutter Gottes schon etwa 5 Jahre vom Auftreten spricht sie davon. Er traue dem Napoleon nicht, sein Herz ist doppelzüngig und falsch. Wenn er gleichzeitig Papst und Kaiser sein will, wird sich Gott bald von ihm zurückziehen. Er ist jener Adler, der in seinem Streben immer höher zu steigen in das Schwert stürzen wird, mit dem er die Völker nötigen will, ihn aufsteigen zu lassen. Italien wird seinen Ehrgeiz, das Joch des Herrn aller Herren abzuschütteln, bestraft. Auch wird es dem Kriege überliefert werden. Eben, das heißt, Italien hat eben den Kirchenstaat des Papstes annulliert, beraubt. Das Blut wird überall fließen. Die Kirchen werden geschlossen oder entheiligt werden. Die Priester, die Ordensleute werden fortgejagt. Man lässt sie sterben, eines grausamen Todes sterben. Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen, wird groß sein. Unter diesen Personen werden sich selbst Bischöfe befinden. Also die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich von der wahren Religion trennen werden, wird groß sein. Und diesen Personen werden selbst Bischöfe sich befinden. Was heißt die wahre Religion? Was heißt das? Eben die katholische Kirche von Christus gestiftet. Und getrennt sind schon die Lutheraner, die Calvinisten, die Zwingli. Die haben keine Sakramente, keine Messe mehr, nichts als abgeschafft. Die Zeugen Jehovas sind nicht einmal Christen. Die Taufe ist vollkommen ungültig. Sie glauben nicht an die Dreifaltigkeit. Sie glauben nicht an die Gottheit Christi, sind also nicht einmal Christen. Die sind schon längst getrennt von der Religion. Aber die Mutter Gottes sagt eben, dass eben sich weiterhin viele von der Kirche trennen werden. Und vor diesem Hintergrund der Trennung vom Glauben sehen wir Assisi, betrachten wir das, Assisi, die Vollversammlung der Weltreligionen. Unter Vorsitz des Papstes die Anerkennung und Respektierung der falschen Religionen. Alles sind Heilswege zu Gott. Und wo bleibt der Taufbefehl Christi? Wo bleibt dieser Taufbefehl Christi, alle zu taufen und zu bekehren? Wo bleibt diese? Und eben diese wahre Religion, die katholische Kirche, die Königin aller Religionen, die einzige, ist heute demokratisch eingeordnet die anderen religiösen Gruppen, wohl als wichtige, aber eingeordnet bei den anderen. Was die UNO ist bei den Völkern, Völkerrat, Völkerversammlung, ist eben Assisi das bei den Religionen. Der Kult des Menschen, die neue Menschheit, ist das Phantom der heutigen Zeit, die Revolution in der Kirche selbst. Und jetzt kommt das, was wir leicht verstehen. Die Mutter Gottes spricht weiter. Schlechte Bücher wird es auf der Erde im Überfluss geben und die Geister der Finsternis werden überall eine Kälte gegen alles ausbreiten, was den Dienst Gottes betrifft. Sie werden eine sehr große Macht über die Natur haben. Es wird Kirchen geben, in denen man den bösen Geistern dient. Manche Personen werden von diesen bösen Geistern von einem Ort zum anderen versetzt und sogar Priester, weil diese sich nicht vom guten Geist leiten lassen, der ein Geist der Demut, der Liebe und des Eifers für die Ehre Gottes ist. Man wird Tote und selbst Gerechte aufstehen lassen.
Überall werden außergewöhnliche Wundertaten vorkommen, da der Glaube erloschen ist und das falsche Licht die Welt erleuchtet. Wie den Kirchenfürsten, die nach Reichtümern und nach Erlangung ihrer Autorität und nach stolzer Herrschaft trachten. Eben die schlechten Bücher, es ist offensichtlich heute die Zeitschriften, die Freude an Gott vergessen lassen. Was die außergewöhnlichen Wundertaten sind, das kann vielleicht noch kommen. Sich auch der Spiritismus ist so eine Art der Wundertaten, wo man eben auch Geister aufstehen lässt, wo Geister erscheinen. Das gibt es eben auch, so eine Art Sitzungen, Spiritismus. Es ist also alles möglich. Wehe den Kirchenfürsten, die nur trachten nach Reichtümern, Erhaltung ihrer Autorität und stolzer Herrschaft. Eben das Licht der Kirche ist seit dem Konzil schwach geworden und fast erloschen. Das Licht der Kirche ist verdunkelt und finster geworden. Man beschwört immer wieder die guten Früchte des Konzils. Und wo sind sie? Überhaupt nicht zu finden. Eine pure Utopie, eine fixe Idee ohne Realität. Aber es gibt kein Zurück mehr. Man will um keinen Preis zurück. Es vernarrt ins Konzil vollkommen, man will nicht mehr zurück. Eben die Autorität erhalten, die Herrschaft errichten und eben das Streben nach Macht und Ansehen. Das Lied wird gesungen, Ehre sei dem Menschen. Ehre sei dem Menschen. Dem Herr der Welt und der Natur, statt Opferaltar, Tisch und Mahl, geistige Welten, der alte Glaube und der neue Glaube. Und der Gott spricht weiter, der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden haben, da die Kirche eine Zeit lang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein wird. Das wird die Zeit der Finsternisse sein. Die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Eben, die Mutter Gottes steht zum Stellvertreter, sie steht zu ihm, der viel leiden muss. Aber das heißt nicht, dass sie alles gut heißt, was von ihm kommt. Heißt es nicht. Denn ins Unglück hinein manövriert hat eben ein Papst ist, Johannes der 23. hat eben die Kirche ins Unheil hinein manövriert. Und Paulus VI. Hat eben die neue Kirche entworfen und festgesetzt. Eine neue Kirche geschaffen wie in Paulus VI. Neue Messe, neue Sakramente, der Mensch im Mittelpunkt und Dialog vor der Bekehrung. Hat eben der Papst selbst ins Werk gesetzt. Und somit ist eben die Kirche, das Konzil, die Quelle alles Leidens des Papstes, das Konzil. Weil eben die Kirche auseinanderfallen wird, eben durch den Liberalismus. Und der Papst ist heute, kann man sagen, der Vollstrecker des Konzils, der Vollstrecker der Revolution in der Kirche. Sieben heißt bei Malachias eine Prophetie, die hat diesem jetzigen Papst den Titel gegeben, in einer Prophetie, De Labore Solis. Das heißt, entweder von der Finsternis der Sonne, Sonnenfinsternis, Mühe der Sonne, Qual der Sonne. Was ist die Sonne? Christus ist das Licht der Welt. De labore solis. Die Mühsal Christi, die Nacht Christi, die Verdunkelung Christi in dieser Welt. Und der Gott spricht weiter. Da der heilige Glaube an Gott in Vergessenheit geraten ist, der heilige Glaube in Vergessenheit geraten, alte Glaube, unser Glaube, katholische, will jeder Einzelne sich selbst leiten und über seinesgleichen stehen. Man wird die bürgerlichen und kirchlichen Gewalten abschaffen. Demokratie heißt das, Basisgemeinschaft, Basisgruppe, heute modern gesprochen. Jede Ordnung und jede Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten werden. Man wird nur Mord, Hass, Missgunst, Lüge und Zwietracht sehen, ohne Liebe zum Vaterland, Politiker auch, ohne Liebe zum Vaterland und zur Familie, Ehescheidung, Abtreibung, Zerrüttung der Familie. Der Heilige Vater wird viel leiden. Ich werde bei ihm sein bis zum Ende, um sein Opfer anzunehmen. Die Bösewichter werden mehrere Male seinem Leben nachstellen, ohne seinen Tagen schaden zu können.
Aber weder er noch sein Nachfolger, und Melanie schreibt am Rande in Klammern, der nicht lange regieren wird, werden den Triumph der Kirche sehen. Weder er noch sein Nachfolger, weder Paulus VI noch sein Nachfolger werden den Triumph der Kirche sehen. Die bürgerlichen Gewalten, Regierungen werden alle dasselbe Ziel haben, das da ist, die religiösen Grundsätze abzuschaffen und verschwinden zu lassen, um für den Materialismus, Atheismus, Spiritismus und alle Arten von Lastern, Unzucht, Moral und so weiter, was es übergibt, Platz zu schaffen. So sieht es aus. Der Heilige Vater wird viel leiden. Ich werde bei ihm sein bis zum Ende, um sein Opfer anzunehmen. Sicher, auch Paulus VI. Hat viel gelitten. Es war aber das Leiden eines Papstes von zwei Kirchen. Er will sein der Papst der alten römischen Kirche und zugleich Papst der modernen ökumenistischen Konzilskirche. Ein zwiespältiges Doppelleiden des Papstes. Aber das echte Leiden kann nur sein, ein Leiden zur vollen Wahrheit des Glaubens um Christi. Das Leiden um den Glauben um Christus voll und ganz. Das kann nur ein bekehrter Papst sein. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass man sagen kann, der Papst muss bekehrt sein? Ist das möglich? Jawohl, sehr wohl. Denn nach der Frage Jesu, wen halten mich die Menschen, sagt der heilige Petrus, anstelle der Apostel, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nimm der Heilige, sagt eben drauf, Christus, du bist Petrus, und unter den Felsen will ich meine Kirche bauen. Und bald darauf, einige Verse weiter, offenbart Christus den Aposteln sein Leiden, heilige Petrus den Christus beiseite und sagt zu ihm, Gott, verhüte es, Herr, das soll dir nicht widerfahren. Und Jesus spricht zu Petrus, hinweg von mir, Satan, Widersacher. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht nach Gottes Gedanken, sondern menschlich. Und das ist das Konzil. Menschengedanken, Menschenpläne, Menschenwollen. Das macht der Papst auch als Konzilsvollstrecker. Aggiornamento, Anpassung, Öffnung an die Welt. Nicht denken, was Gott ist, sondern was Mensch ist. Das macht der Papst. Das Evangelium lehrt, dass das nicht gottgefällig ist. Die Anpassung an die Welt ist nicht als Freund Gottes möglich. Im Abendmahlsaal sagt Christus zum Petrus, wenn du einst bekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Bekehrung heißt, Rückkehr zur Tradition, jenseits, weit jenseits von Assisi. Weit weg von Assisi ist die Bekehrung des Papstes. Geht in alle Welt, macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie taufet und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Keine Respektierung, kein Dialog, keine Anerkennung, keine Gespräche, keine Hilfe, nein, Bekehrung, Christi Wort verkünden. So sieht es aus. Weiter spricht die Mutter Gottes, dauert noch länger. Eine große Botschaft ist das, ich bitte um die Geduld. Im Jahre 1865 wird man den Gräuel an heiliger Stätten sehen. In Ordenshäusern werden die Blumen der Kirche in Fäulnis übergehen und der Teufel wird sich als König der Herzen gebärden. Die Oberen der Ordensgemeinschaften mögen auf der Hut sein, wenn sie jemand in das Kloster aufzunehmen haben. Denn der Teufel wird alle seine Bosheit aufwenden, um in den religiösen Häusern Leute unterzubringen, die der Sünde ergeben sind. Denn die Unordnungen und die Liebe zu fleischlichen Genüssen werden auf der ganzen Welt verbreitet sein. Sagen wir statt 1865, 1965, das Ende des Konzils, der Abfall vom Glauben, kann man das verstehen.
Und hier stehen wir jetzt. Hier stehen wir jetzt. Was wir gehört haben, haben wir schon erlebt. Was haben wir gehört? Fassen wir diese Etappen zusammen. Erstens, die Unreinigkeit der Priester, Kloaken der Unreinigkeit, gerade in der Missachtung des Zölibates. Zweitens, die Häupter und Führer des Gottesvolkes hat der Teufel in Verstand verdunkelt, sind irrenden Sternen gleich, verfallen dem Modernismus des Konzils und des Liberalismus. Drittens, Entzweiung der Regierungen in der Gesellschaft und Familie, Ehescheidung, Abtreibung und so weiter. Viertens, die furchtbaren Geißeln der Kriege, habe ich aufgezählt. Fünftens, die Ausbreitung schlechter Bücher. Sechstens, das Erlöschen des Glaubens seit dem Konzil. Siebtens, es steht noch aus die Bekehrung des Papstes. Und was wir jetzt hören, steht bevor. Es dauert noch eine Zeit lang. Frankreich, Italien, Spanien und England werden im Kriege sein. Das Blut wird auf den Straßen fließen. Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, Italiener mit dem Italiener. Schließlich wird es einen allgemeinen Krieg geben, der entsetzlich sein wird. Für eine Zeit lang wird Gott weder Italiens noch Frankreichs gedenken, weil das Evangelium Christi ganz in Vergessenheit geraten ist. Die Bösen werden ihre ganze Bosheit entfalten. Man wird sich töten, man wird sich gegenseitig morden bis in die Häuser hinein. Auf den ersten Hieb seines Schwertes, das wie ein Blitz einschlagen wird, werden die Berge und die ganze Natur vor Entsetzen zittern, weil die Unordnungen der Menschen und ihre Verbrechen das Himmelsgewölbe durchdringen. Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen werden. Mehrere große Städte werden niedergebrannt und durch Erdbeben verschlungen werden. Man wird glauben, alles sei verloren. Man wird nur Menschenmord sehen. Man wird nur Waffengetöse und Gotteslästerungen hören. Die Gerechten werden viel leiden. Ihre Gebete, ihre Bußübungen und ihre Tränen werden zum Himmel emporsteigen. Das ganze Gottesvolk wird um Verzeihung und Erbarmen fliehen und meine Hilfe und meine Fürbitte anrufen. Dann wird Christus durch eine Tat seiner Gerechtigkeit und seiner großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen Engeln befehlen, alles seine Feinde dem Tode zu überliefern. Plötzlich werden die Verfolger der Kirche Jesu Christi und alle der Sünde ergebenen Menschen zugrunde gehen und die Erde wird wie eine Wüste werden. Dann wird der Friede, die Versöhnung Gottes mit den Menschen werden. Man wird Jesus Christus dienen, ihn anbeten und verherrlichen. Die Nächstenliebe wird überall aufblühen. Die neuen Könige werden der rechte Arm der Heiligen Kirche sein, die stark, demütig, fromm, arm, eifrig und eine Nachahmerin der Tugenden Jesu Christi sein wird. Das Evangelium wird überall gepredigt werden und die Menschen werden große Fortschritte im Glauben machen, weil es Einigkeit unter den Arbeitern Jesu Christi geben wird und die Menschen in der Furcht Gottes leben werden. Plötzlich werden die Verfolger der Kirche und alle der Sünde ergebenen Menschen zugrunde gehen. Die Erde wird wie eine Wüste werden. Und es gibt viele Prophetien, die sprechen von einem dritten Weltkrieg und von den sogenannten drei dunklen Nächten. Es ist oft vorausgesagt worden, und das sichere Zeichen des Eintretens wird sein, neben die Revolution in Italien, Frankreich und England sein wird und die Flucht des Papstes aus Rom. Schauen wir anhand anderer Zeugnisse. Erstens, es steht ein großer Triumph der katholischen Kirche bevor. Die selige Maria Teigi, 1769 bis 1837, hat zu Rom geweissagt, nach schrecklichen Erlebnissen und Prüfungen wird die Kirche einen so glänzenden Triumph feiern, dass die Völker der Rom in Staunen geraten werden. Die Ketzer werden sich in Mengen bekehren
unzählige Heiden dem Götzendienst entsagen und die Gläubigen selbst im Glaubenseifer uns mit den Neubekehrten wetteifern. Die heiligmäßige Stifterin der Töchter des Heiligen Herzens Jesu, Marie Martini, sagt 1877 von Gott geoffenbart: Ich werde Wunder tun, weder den Bemühungen Satans noch die Unwürdigkeit der Menschen wird mich aufhalten. Bevor die Endzeit abläuft, will ich entschädigt sein für alles, was mir angetan wurde. Ich will alle Gnaden, die zurückgestoßen wurden, ergießen. Ich bin wie ein angeschwollener Strom, der nichts mehr hindern kann, seine Ufer zu überfluten. Der Zusammenbruch wird kommen, der Umsturz wird kommen und Gott wird eben sein Schweigen brechen und alles herstellen. Zweitens, vor dem Triumph der Kirche sollen Revolutionen und Bürgerkriege entstehen, namentlich in Italien, Frankreich, Spanien und England. So sagt ein heiligmäßiger Priester: Wenn diese Ereignisse, welche den Triumph der Kirche herbeiführen werden, herannahen, wird eine solche Unordnung auf Erden herrschen, dass man meinen wird, Gott habe die Menschen ganz ihren verkehrten Sinne überlassen und die göttliche Vorsehung kümmere sich nicht mehr um die Welt. Mit einem Wort, die Unordnung wird so allgemein sein, dass man sich nicht mehr zurechtfinden wird. Ist der Augenblick der letzten Krise gekommen, so wird man nichts anderes tun können, als dort ausharren, wo Gott uns hingestellt hat, und sich in sein Inneres verschließen und beten, bis der Zorn und die Gerechtigkeit Gottes befriedigt sein werden. In dem Augenblicke, wo man alles verloren halten wird, wird alles gerettet sein. Drittens, dem Triumph der Kirche wird ein besonderes Strafgericht vorausgehen, wodurch plötzlich die Kirchenfeinde und Bösewichter hinweggerafft werden sollen. Das sind eben diese drei dunklen Nächte, die ägyptische Nacht gleichsam, so sagt die selige Maria Teigi. Es werde über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die 3 Tage und 3 Nächte dauern und mit Verpestung der Luft verbunden sein werde. Während dieser Finsternis werden hauptsächlich die Feinde der Religion weggerafft werden. Und die Ratschläge eben, die man gibt, heißen so: Man soll während der Finsternis nicht die Fenster öffnen und nicht vielleicht aus Neugierde hinausschauen, oder aus dem Hause gehen. Wer das tut, werde tot hinfallen. Man soll vielmehr zu Hause bleiben und den Rosenkranz beten, auch soll man eine geweihte Kerze anzünden, weil diese alleine während der Finsternis Licht geben wird. Nach der Irrenmeier, ein Deutscher aus Verlassing, hat das gesehen und er sieht diese Nacht, diese Heimsuchung im Zusammenhang des Dritten Weltkrieges. Er sieht eben, dass die Russen in 3 Heere sollen in Deutschland eindringen werden. Amerika wird einen gelben Staub, sagt er, werfen in einer Linie von Prag bis an die Ostsee, womit alles tot gemacht wird, in dieser Linie, auf das der Nachschub der Russen unterbrochen wird. Prag wird zerstört, verschwinden. Die Russen werden in Deutschland aufgerieben. Und ehe der totale Atomkrieg losbricht, wird das beendet durch diese 3 dunklen Nächte. Und wahrscheinlich ist vielleicht ein Einschlag eines außerirdischen Körpers, der eben die Erde aus der Bahn wirft und eben auch die Erde aufreißt und sich dann ein Inneres ergießt. Somit ergibt sich als Bild für die nahe Zukunft dieses, anhand der Botschaft von La Salette und anderer Zeugnisse kann man also erkennen: Erstens, es wird Revolutionen und Blutvergießen geben, vor allem in Italien, Frankreich, Spanien und England. Zweitens, große Naturkatastrophen, drittens die Flucht des Papstes aus Rom, viertens der 3. Weltkrieg, Einmarsch der Russen in Deutschland, fünftens die 3 dunklen Nächte, sechstens der große Monarch, der Papst zum Kaiser krönt, zum römischen Kaiser, die Friedenszeit und siebtens die Bekehrung vieler heidnischer Völker und Rückkehr ganzer Reiche zum Glauben Deutschlands, Englands, Russlands zur Kirche. So wird ein Herde und ein Hirte sein. Dann sagt die Mutter Gottes in La Salette:
Dieser Friede unter den Menschen wird aber nicht von langer Dauer sein. 25 Jahre reichlicher Ernten werden sie vergessen lassen, dass die Sünden der Menschen die Ursache aller Strafen sind, die über die Erde kommen werden. Aber diese Friedenszeit, die kommt, ist geprägt von dem sogenannten großen Monarchen. Das sagt der heilige Methodius im 4. Jahrhundert. Die Christen werden sich wenig dankbar erweisen für die große Gnade, die ihnen zuteil geworden ist, durch die Erweckung des großen Monarchen, durch die unter ihm andauernde herrliche Friedenszeit und Fruchtbarkeit der Erde. Sie werden sich sogar wieder dem lasterhaften Leben hingeben, der Hoffart, Eitelkeit, Unzucht, Leichtfertigkeit, dem Hass und Neid, der Unmäßigkeit, Essen und Trinken. Sie werden dann viele Menschen zu zweifeln anfangen, ob auch wirklich der christkatholische Glaube der allein Seligmachende sei und ob Christus wirklich der Sohn Gottes und Heiland der Welt sei. Ob denn nicht vielleicht die Juden recht haben, wenn sie noch auf den Messias warten. Eben, es ist eben dieses große Drama, was eben da ist, dass die Menschen sich wieder von Gott abwenden werden. Gott wird Frieden schenken, eine Friedenszeit geben, wird die Monarchie auch in Frankreich wieder errichten. Wenn man die Heilsgeschichte betrachtet, hat Gott oft angefangen. Gott hat Adam und Eva geschaffen und haben gesündigt. Der Anfang war eben die Botschaft des Brotevangeliums, eben die Verheißung des Erlösers, ein einzelner Mensch. Die Menschen fielen ab, Gott hat Noah erhalten und Gott fängt an mit einer Familie. Auch die sind abgefallen, diese Völker, wieder von Gott. Und Gott erweckt Abraham und fängt an mit einem Volk, Israel. Israel wird von Gott fremd. Gott schenkt den Messias, Christus, und fängt wieder an mit der Kirche. Alle Völker. Und jetzt fallen alle Völker ab von Gott. Alles zu Ende. Und trotzdem schenkt Gott noch mal eine Zeit des Friedens, trotz allein aus Gnade und Erbarmen. Aber eben, man kann sagen, dass die heutige Zeit des Materialismus, Atheismus und des ganzen Liberalismus ist die Menschheit im Kerne tödlich verwundet. Man kann sagen, dass die Menschheit heute praktisch am Ende ist, das kann man sagen. Dann sagt die Mutter Gottes weiter, mit 12 Jahren werden sie sich schon durch glänzende Siege, eben sind dann diese Vorläufer des Antichristen, auszeichnen. Bald wird ein jeder von ihnen an der Spitze seiner Armee erscheinen, unterstützt von Legionen der Hölle. Die Jahreszeiten werden sich verändern, eben nach der Friedenszeit und des erneuten Abfalles. Die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen, die Sterne werden ihre regelmäßige Bahn verlassen, der Mond wird nur ein schwaches Licht wiedergeben, Wasser und Feuer werden auf der Erde furchtbare Erdbeben und große Erschütterungen verursachen, welche Berge und Städte versinken lassen. Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des Antichrists werden. Das ist eben der Grund des Antichristen. Der Grund, dass Gott den Antichrist schickt, ist die Strafe des erneuten Abfalls von Gott nach der Friedenszeit. Eine Strafe, die Gott schickt. Wird eben von einer Jüdin geboren, heißt es, eine Jüdin geboren, hat Heilige Hildegard, den Bischof gezeugt, sagt sie, Heilige Hildegard. Es wird ein politischer Machthaber sein, religiös verbrämt, wird Jerusalem zur Stadt machen, wird den Tempel bauen und sich als Gott anbeten lassen, sagt es der Heilige Hildegard. Und Typen des Antichristen, Vorläufer des Antichristen sind bekannt, zum Beispiel Nero oder Hitler. Politische Machthaber, rigoros und grausam. Und religiös, der Ökumenismus, ein religiöser Vorläufer des antichristlichen Gebarens, die Menschheitsreligion. Das sind die antichristlichen Vorzeichen der 5 Sterne. Der Antichrist wird sein, erstens liberal, ein liberalistischer, weg von den Dogmen, frei von den Gesetzen. Er wird laizistisch sein, Weltstaat und Trennung von der Kirche. Wird materialistisch sein, das irdische Paradies, wird kommunistisch sein, ein Gewaltstaat, und ökumenistisch, die Einheitsreligion. Das sind Typen des Antichristen, der kommen wird.
Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des Antichristen werden. Davon haben wir heute ein Vorspiel des Abfalls von Rom vom Glauben, ein Vorspiel. Eben der Abfall vom Absolutheitsanspruch der Kirche, die Suche nach der Wahrheit, der neue Berg von Assisi, das neue geistige Idol der heutigen Zeit. Rom beginnt heidnisch zu werden. Das Pantheon war eben in Rom ein Tempel, eine Sammlung aller Götter. Also im heidnischen Rom war ein Tempel, das Pantheon hat alle Götter gesammelt, alle Götter. Nur die Christen und die Juden haben sich geweigert, dort aufgenommen zu werden. Sammelpunkt aller Religionen Rom, wie heute ähnlich. UNO ist das Modell, das UNO ist das Modell. Und dann heißt es eben, durch die Gnade Gottes eben, Mutter Gottes, durch die Gnade Gottes werden die meisten Bischöfe dann und der Papst festbleiben. Und der letzte Papst wird als Märtyrer sterben. Sondern auch viele sehr geschaut, dass der letzte Papst als Märtyrer sterben wird. Und Rom wird dann eben den Glauben verlieren. Das heißt eben, dass der Papst nicht mehr sein wird, Rom wird den Glauben verloren haben und eben Sitz des Antichristen werden. Und jetzt an sich kommt jetzt noch eine lange Rede noch, wie die Zeit des Antichristen sein wird. Das ganze Seite, das würde ich vielleicht nicht mehr vortragen. Eben, dass die Dämonen werden die Luft durchziehen. Die Kirche wird verfinstert sein, im Bestürzung sein, aber dass eben Henoch und Elias kommen wird, um die Menschen guten Willens im Glauben zu erhalten, wird ihm alle Mühsale und Einbrüche weiter geschehen. Es wird ihm dann, aber wann das Ende sein mit der Welt, ist in Lazalet nicht gesagt. Also nicht, man weiß nicht, wann das Weltende sein wird. Was weiß man nicht. Es ist vollkommen im Ratschluss Gottes, wann nach dem Antichristen Gott Christus wiederkommt. Es ist vollkommen offen. Anschließend sagt die Mutter Gottes, also meine Kinder, ihr werdet es meinem ganzen Volke bekannt machen. Dann begibt es sich langsam auf die Kimme des heiligen, des kleinen Hügels, wohin die Kinder ihr folgten. Dort bleibt die Erschienene in etwa 1,5 Meter Höhe über dem Erdboden stehen und erhebt die Augen zum Himmel. In diesem Augenblick hören ihre Tränen auf, die bis dahin wie funkelnde Tropfen zur Erde gefallen waren. Während sie dann die Augen wieder senkt und sich gegen Rom richtet, beginnt sie zu verschwinden, indem sie nach und nach sich in Licht auflöst. Zuerst ihr Haupt, dann ihr Körper und schließlich ihre Schuhe. Melanie sucht noch eine der Rosen auf diesem zu erhaschen, aber sie erlöschen ebenfalls. Und für einige Augenblicke bleibt noch ein heller Lichtschein über der Erscheinungsstelle in etwa 4 bis 5 Meter Höhe. Die Seher warten noch eine kurze Zeit, dass sie nicht mehr glauben, dass die Dame im Feuer nicht mehr wiedersehen. Sie nur Gottes, so sie in Nazareth erschien als die schmerzhafte Mutter, die mit ihrem Sohn leidet, uns alle Gnaden gebracht hat und schenkt und spendet. In Nazareth hat sie alles gesagt, was kommen wird in der Zukunft, was wir jetzt erlebt haben und was kommen wird, dass der Friede kommt, dass eben die Monarchie kommt, dass eben der Herrscher, der römische Kaiser wiederkommt, die alte Ordnung ersteht, dass eine Friedenszeit sein wird und die Menschen wieder abfallen werden und der Antichrist eine Strafe ist für all den Abfall von Gott wieder. Und das Ende bleibt offen. Das ist 1846. Und unter Gottes hat Gnaden geschenkt über Gnaden. Lourdes 1858, wo man hinfahren soll, wo man alle Gnaden bekommt, in den Betern, im Waschen, im Trinken, im Buße tun. Lourdes hat die Hand Gottes aufgehalten, Lourdes, ganz sicher. Diese Massen von Bekehrungen, der Buße, des Gebetes, Frankreich, Gott hat vieles verhindert durch das Eingreifen und Tun der Mutter Gottes. Dann Fatima, wieder ein Aufruf, wieder ein Hinauszögern der Schläge, ein Mildern, Gebet und Buße. Sie tut alles für uns, was sie kann. Sie hat geweint in Lazarett, die schmerzhafte Mutter,
Aber sie hat sich wieder gefasst, kann man sagen, hat ihr Werk gemacht, weil Gott ihr alles übergeben hat. Gott hat der Mutter Gottes alle Macht, kann man sagen, übergeben. Sie ist die Größte überhaupt, die bei Gott alles erreicht. Eben durch ihre Mütterlichkeit, durch ihre Barmherzigkeit, durch die große, unverdrossene Liebe zur Menschheit, zu den Christen, zur Welt, zur Bekehrung. So, ich will jetzt auch zum Schluss ein Gebet vorlesen, ein Ablassgebet von Papst Pius dem 11., der eben auch ein Verehrer war der Mutter Gottes von Lazaret. Und heißt das Gebet: Gedenke, wo unsere liebe Frau von Lazaret, du wahre Mutter der Schmerzen, der Tränen, du auf Kalvaria für mich vergossen hast. Gedenke auch der Mühe, die du stets für mich aufwendest, um mich der Gerechtigkeit Gottes zu entziehen, und schaue, ob du mich jetzt verlassen kannst, nachdem du so viel für dein Kind getan hast. Ermutigt durch diesen tröstlichen Gedanken komme ich, um mich trotz meiner Undankbarkeit zu deinen Füßen niederzuwerfen. Verwirf nicht mein Gebet, o Jungfrau, du Versöhnerin, sondern bekehre mich. Gib mir die Gnade, Jesum über alles zu lieben und dich selbst in heiliges Leben zu trösten, auf dass ich dich eines Tages im Himmel sehen möge. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. So. Man kann auch noch, wenn man will, sich vertiefen, gibt es im Christianer Verlag Stein am Rhein, gibt's auch, haben wir ein Buch erwerben, wo man noch einiges nachlesen kann. Botschaft von Lazaret, eben im Christianer Verlag Stein am Rhein.